Es geht um webbasierte Geoprozessierung mit Python und PyVPS. Und vorstellen wird das der Jonas Eberle. Und er hat mir gerade gesagt, dass er selber noch eine Folie hat, wo er sich selber vorstellt. Also spare ich mir das jetzt. Deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Universität in Jena am Lehrstuhl für Fernerkundung sowie freiberuflicher Web- und Softwareentwickler. Ich bin bei uns am Lehrstuhl für Fernerkundung einer der wenigen Informatiker, die da sitzen. Meistens haben wir Geografen, die sich im Fernerkundungsbereich spezialisiert haben. Ich bin studierter angewandter Informatiker und habe mich dann im Bereich der Geoinformatik und speziell auch im Bereich der Fernerkundung spezialisiert und versuche dort jetzt die Informatikthemen näher reinzubringen, automatische Workflows, beziehungsweise habe mich auch spezialisiert auf den Bereich der webbasierten Tools für den Zugriff und die Analyse von Erdbeobachtungszeitreihendaten. Und in dem Zusammenhang verwende ich auch webbasierte Geoprozessierungsdienste, standardisiert nach der Spezifikation des Web Processing Service, was vom OGC spezifiziert ist. Warum brauchen wir überhaupt Geoprozessierungsdienste? Natürlich dann, wenn wir Geodaten im Internet verarbeiten wollen. Vielleicht nicht nur irgendeine Daten in einer anderen Projektion zurückzubekommen, vielleicht zum Beispiel Koordinaten zu transformieren oder die Berechnung eines Höhenprofils, wenn ich auf dem Server im Internet ein digitales Geländemodell habe, dann kann ich dort relativ einfach ein Höhenprofil herauslesen auf Basis der Geometrie, der der Nutzer selber angibt. Ich kann auch auf externe Datenprovider zugreifen, inklusive der Verarbeitung oder der Vorverarbeitung der Daten, sodass der Nutzer möglicherweise nicht selbst die Daten herunterladen muss, zuschneiden muss auf sein Gebiet, sondern dass man das über einen Webdienst einfach schön versteckt. Und so können wir einfach die Verarbeitungskomplexität, die wir bei vielen Sachen haben, verstecken. Wir können Algorithmen optimieren, wir können Cloud-Dienste dahinter hängen, Cluster-Computing, parallele Verarbeitung, Multicore-Prozessierung. Das heißt, wir können Algorithmen, die wir vielleicht anbieten wollen, einfach sehr performant stark bereitstellen und der Nutzer muss sich nicht selber darum kümmern. Weiterhin können wir eben diese Barrieren, die wir beim Datenzugriff oder bei der Datenanalyse haben, sehr gut abbauen, weil wir uns bei Geoprozessierungsdiensten darauf fokussieren können, was soll denn der User, der Nutzer als Input geben? Zum Beispiel einfach nur eine Geometrie und einen Namen des Datensatzes und der Server weiß dann automatisch, wo bekommt er die Daten und was soll er machen mit den Daten. Wir können auch eine automatische Verknüpfung von Daten, Zugriff und Datenanalyse machen. Da habe ich am Ende nochmal ein Beispiel, um so mit dem Nutzer einfach ein ganz neues Erlebnis anbieten zu können, ohne jetzt tief in die Verarbeitung einsteigen zu können. Und letztendlich muss man natürlich auch sich Gedanken machen, auch im Rahmen von Forschungsprojekten. Was wird nach 3 Jahren sein? Die meisten Forschungsprojekte gehen 3 Jahre. Und da gehen mittlerweile natürlich die Gedanken hin, wie kann ich ein Businessmodell daraus stricken? Und da ist es natürlich auch immer so die Überlegung da, okay, wir können ein Portal anbieten und gewisse Prozessierungsmöglichkeiten dem Nutzer zur Verfügung stellen. Warum sollten wir generell Geoprozessierungsdienste über diesen OGC-WPS-Standard verfügbar machen? Der Vorteil ist einfach, wir haben schon etliche Clients, die mit diesem Standard umgehen können als User quasi. Zum Beispiel gibt es ein QGIS-Plugin für WPS oder es gibt auch in Python die Bibliothek OWSLib, mit dem wir ganz einfach auf diese WPS-Dienste zugreifen können. Da brauchen wir nicht immer irgendein XML hinschicken, sondern das macht dann der Client für uns. Und im Grunde auch wieder eine Sache, wir können existierende Bibliotheken und Anwendungen wiederverwenden, zum Beispiel irgendwelche Clients, wie gerade beschrieben, oder auch das Monitoring, das Logging. Wenn jetzt jeder seine eigene
Webservice-API hätte, dann müsste man es immer speziell anpassen. Daher für uns auch die Entscheidung, okay, wir machen Geodatenverarbeitung im Internet über den oder mit dem WPS oder mit der WPS-Spezifikation. Was ist jetzt genau diese WPS-Spezifikation? Es war jetzt lange die Version 1.0 im Umlauf, vor ein paar Monaten gab es jetzt die Version 2.0, wo ein paar neue Methoden hinzugekommen sind. Ich fokussiere mich jetzt auf die Version 1.0. Generell haben wir natürlich das obligatorische Get Capabilities, wo wir einfach eine Liste von den verfügbaren Prozessen zurückbekommen. Wenn wir uns dann einen Prozess ausgesucht haben, können wir über Describe Process Informationen über diesen einen Prozess abrufen, bekommen dann zum Beispiel die Rückmeldung, was für Inputs haben wir in dem Prozess, was für Outputs, und letztendlich über Execute können wir dann natürlich mit den entsprechenden Inputs und Parametern den Prozess ausführen. Generell existiert ein WPS-Prozess, hat verschiedene Prozesse, wir können verschiedene Prozesse implementieren, und jetzt im Beispiel von Python zum Beispiel können wir auf jeglichen Python-Code, jegliche Python-Bibliotheken zurückgreifen, wie RPy für die Statistiksprache A, wir können auf die OWS-Lib drauf zugreifen, ArcPy sei jetzt für den kommerziellen Bereich genannt, aber es gibt zum Beispiel auch PyGraphs oder PyQGIS. Für PyGraphs habe ich am Ende nochmal ein Beispiel. Oder wir können auch über diese Bibliothek Subprocess, können wir jegliche Kommandozeilenbefehl verfügbar machen oder halt sagen, okay, ich habe ein Kommandozeilenprogramm, das möchte ich als WPS verfügbar machen, dann kann ich das im Python-Code so hinterlegen. Das sind jetzt drei Beispielaufrufe. Wir haben quasi hier oben immer unsere Standard-URL, und das sind jetzt eben diese drei unterschiedlichen Requests, die wir haben. Einmal Get Capabilities, einmal diesen Describe Process, wo ich als Identifier den Prozess-Identifier hinterlege, und einmal dieses Execute, wo wir auch diesen Identifier haben, aber auch die Data Inputs. Das ist jetzt eine sehr einfache Schreibweise, weil ich habe jetzt hier auch wieder nicht mit XML zu tun. Das heißt, ich kann einfach über diesen Aufruf im Browser auch einen WPS-Prozess starten, ohne jetzt dieses XML zu haben. Natürlich bekomme ich als Antwort wieder das XML, das werden wir dann auch nochmal sehen. Es gibt verschiedene Open-Source-Software, die diese WPS-Spezifikation implementiert haben. Es gibt den 52North WPS, der in Java geschrieben ist, der bietet aber auch zum Beispiel ein Interface für die Sprache A. Es gibt den Degree WPS, den Su WPS, den Py WPS für Python, und GeoServer hat auch eine WPS Extension. Das heißt, in gängigen Open Source Paketen hat der WPS mittlerweile auch Einzug gefunden, und speziell jetzt für Python gibt es den PyWPS, der SuWPS kann mit verschiedenen Programmiersprachen umgehen. Wenn wir so einen Prozess aufsetzen, müssen wir den natürlich beschreiben. Vornehmlich müssen wir uns Gedanken machen, was für Input- und Output-Parameter habe ich da, und die nach der OGC-WPS-Spezifikation können aus drei Typen aufgebaut sein. Da gibt es einmal die komplexen Daten, in der Regel Raster- und Vektordaten, beziehungsweise alles, was so mit XML-Daten, JSON-Daten zu tun haben, entweder referenziert als Webadresse, als URL, oder kodiert in der Anfrage oder auch in der Antwort. Das heißt, natürlich, wenn ich so einen komplexen Datentyp in der Anfrage habe, wenn ich ihn als URL referenziere, kann ich ihn wieder in der Adresszeile eingeben. Wenn ich den quasi einfach nur als XML lokal vorliegen habe, dann muss ich wieder diesen XML-Anfrage dann an den WPS auch machen. Neben diesen komplexen Daten gibt es noch literale Daten, im Grunde Zeichenketten, Ganzzahlen, Fließkomma, Werte und
und so weiter. Und im Grunde gibt es auch noch so einen Typ Bounding Box Data. Ich weiß, ich persönlich habe den noch nie verwendet. Ich weiß auch nicht, ob den jemand verwendet hat, um einfach Koordinatenpaare der Ecken anzugeben. Ich persönlich mache das meistens dann über die WKT-Geometrie, die man dann als literalen Datenwert mit übergibt. Wir verwenden Python. Python aus dem Grund, es ist eine schöne Open-Source-Programmiersprache. Es gibt relativ viele Bibliotheken dafür, sei es Standardbibliotheken, um mit dem Betriebssystem was zu machen, abzufragen, aber auch um mit CSV-Dateien, JSON-Dateien zu arbeiten. Über die Bibliothek Requests kann man quasi Internetabfragen machen, also irgendeinen Webservice oder eine Webadresse aufrufen. Aber es gibt natürlich eine Reihe an Geo- und GIS-Bibliotheken, für das Lesen, für das Schreiben, für das Transformieren von Daten, für Geometrien, für Koordinaten, für Rasterdatenverarbeitung, aber im Grunde auch GIS-Bibliotheken wie PyCRUS, um mit CRUS zu kommunizieren, oder PyQGIS, um Funktionalitäten von QGIS in Python aufrufbar zu machen. Es gibt auch eine Reihe an Anwendungen. Desktop-GIS-Scripting hatte ich gerade eben schon genannt, aber auch WebGIS-Server. Jetzt nicht nur ein WPS-Server, sondern auch ein Metadatenkatalog, den PyCSV zum Beispiel. Es gibt Content-Management-Systeme, die einerseits auf Geo spezialisiert sind, wie GeoNode zum Beispiel, aber letztendlich auch CMS-Systeme, die man mit Geo erweitern kann, wie Django und GeoDjango. Aber es gibt auch WebGIS-Clients wie die OWS-Lib. Das heißt, wir können aus einer Fülle von Bibliotheken einfach unseren Prozess dann aufbauen. Jetzt komme ich zum PyWPS-Projekt. Das ist eine Implementierung des OGC Web Processing Service. Es ist komplett geschrieben in Python und wurde 2006 durch Joachim Zepicki gestartet. Das Projekt, er ist auch immer noch stark dabei. Es unterstützt alle verfügbaren Tools in Python, das heißt, wir können jegliche, wie ich gerade schon sagte, jegliche Python-Tools aufrufen. Hier ist die Adresse, wir haben erst vor kurzem eine neue Webseite gemacht, jetzt auch mit einem neuen Logo. Aktuell ist die Version 3.2.2.6. Es hat aber schon vor ein, zwei Jahren die komplette Neuentwicklung von PyWPS 4 begonnen, die einfach auf aktuellen Python-Bibliothek oder halt Python-Technologien aufsetzen. Zu PyWPS 4 haben wir auch auf der Phosphor.G einen Workshop. Also wer da Interesse dran hat, einen halben Tag, vier Stunden Workshop, wo auch die Kernentwickler von PyWPS mit dabei sind und einfach die Möglichkeit geben, dort auch mal live hands-on reinzukommen. Wir sind gerade sehr dabei, eine Struktur aufzubauen in dem PyWPS-Projekt mit einem Project Steering Committee, mit der OSGeo Incubation, die dieses Jahr gestartet hat, und wir sind jetzt auch zum dritten Mal bei den Google Summer of Code-Projekten mit dabei, wo einfach schöne Sachen herauskommen. Es gibt einige Online-Tutorials für die 3er-Version und für die 4er-Version, auch schon erste. Meine Beispiele, die ich jetzt zeige, basieren noch auf der 3er-Version, aber in der 4er-Version wurde eigentlich noch mal einiges leichter. Das ist jetzt zum Beispiel ein gekürzter Beispielprozess. Wir sehen hier eine Python-Klasse und wir können zuerst die Prozesseigenschaften definieren, wie zum Beispiel den Identifier und dann noch ein Abstract, im Grunde eine Version und weitere Eigenschaften. Dann muss ich hier die Inputs definieren. Wir sehen jetzt hier add literal input, also da habe ich einen Input vom literalen Datentyp und letztendlich auch ein add literal output, wo wir dann auch wieder die Outputs definieren. Und im Grunde, wenn ich jetzt, habe ich hier meine execute-Methode, das ist das, was im Prozess dann wirklich vonstatten geht. Ich greife im Grunde in dem einfachen Beispiel, gebe ich einfach das, was als Input gegeben wurde, wieder als Output zurück. Hat jetzt noch nichts mit Geo zu tun, aber die Geo-Komponente sehen wir jetzt gleich noch. Also es ist relativ einfach mit diesem einem Python-Datei oder Python-Skript kann man eben so einen Prozess aufsetzen.
In einem zweiten Beispiel haben wir zum Beispiel, wenn wir eine Koordinatentransformation machen wollen oder eine Geometrietransformation im genaueren Sinne, kann man als Input eine WKT zum Beispiel spezifizieren. Ich habe mir jetzt hier die Sachen aus dem ganzen Komplex rausgegriffen. Als zweiten Input dann die EPSG-Nummer, die die Quelle hat, also die WKT hat und dorthin, wo ich es projizieren will. Und als Output kommt im Grunde wieder ein WKT-Format zurück mit der transformierten Geometrie. Das Execute-Beispiel sieht dann so aus, in auch wieder gekürzter Version, es funktioniert so auch, aber es wurden ein paar Exceptions ausgelassen, die man normalerweise einbringen würde. Das heißt, ich lese mir hier die Inputs ein und mache im Grunde hier mit normalen Python OGR-Code die Transformation und schreibe am Ende wieder dann die transformierte Geometrie als WKT-Format als Output zurück. Es gibt einige Client-Bibliotheken wie die OpenLayers 2 WPS-Client. Für 3 gibt es auch einen Client, den man unter dem GitHub-Repository von Boundless Geo findet. Wie ich anfangs schon erwähnt hatte, auch für Python gibt es die OWS-Lib, die jetzt nicht nur für WPS speziell eine Bibliothek ist, sondern auch für alle anderen oder für relativ viele anderen OGC-Webdienste. Und QGIS eben auch das erwähnte Plugin. Wir haben daraus quasi, wir haben Prozesse für ein Portal entwickelt oder für ein Projekt entwickelt, das nennt sich Earth Observation Monitor. Das ist dafür da, um Vegetationszeitreihendaten verfügbar zu machen und zu analysieren. Wir haben ein Vegetationsprodukt von einem Sensor von der NASA genommen. Wir haben eine globale Verfügbarkeit im Rahmen dessen, dass wir auf die Google Earth Engine zugreifen, die global sehr viele Datensätze zur Verfügung stellt und die auch eine Python-Schnittstelle hat, wo ich dann über Python darauf zugreifen kann. Wir haben hier verschiedene WPS-Dienste für die Datenintegration, sodass der Nutzer zum Beispiel einfach nur einen Namen des Datensatz und die Geometrie, sei es ein Punkt oder ein Polygon, angeben muss und der Server kümmert sich um alles Weitere, stellt die Daten bereit und wir haben dann noch Trendberechnungen, Breakpoint-Berechnungen oder auch die Ableitung phänologischer Parameter. Dafür gibt es dann ein Webportal, um den WPS ein bisschen zu verstecken. Dahinter steckt natürlich ein WPS, aber man kann jetzt diesen WPS-Dienst auch verwenden, um eigene Applikationen zu bauen, wie zum Beispiel eine mobile Anwendung. Hier haben wir auch was entwickelt, das basiert dann auch quasi, der Nutzer kann hier einen Ort auswählen mit der GPS-Koordinate zum Beispiel oder auch eine Bounding Box. Und wenn ich dann eine Abfrage mache, gib mir mal bitte die Zeitreihe zurück und mach mir bitte ein paar Analysen, dann wird eben unser WPS aufgerufen. Die Daten werden integriert in dem ersten Schritt und dann werden 2 weitere WPS-Prozesse aufgerufen. Breakpoint-Berechnung, Trend-Berechnung und am Ende kommt dann ein GeoJSON-Datei dann wieder zurück zum Client und so kann ich dann auch über eine mobile Anwendung sehr komplexe Sachen integrieren. Kommen wir jetzt nochmal zu einer kleinen Live-Demo, die ich hier bereitgestellt habe. Das ist jetzt nochmal quasi den Prozess, den wir vorhin in Teilen, Ausschnitten auch schon gesehen haben, die Geometrietransformation als ein Skript, das liegt jetzt bei mir so auf dem Server und ich kann jetzt hier zum Beispiel diesen Describe-Process ausführen und sehe dann dieses XML, was zurückkommt, das ist zwar XML, aber nicht, ist zwar nicht schön, aber wie gesagt, es gibt Bibliotheken, die damit umgehen können, wo ich eben dann diesen Input habe, diesen Input auch wieder hier definiert habe, beziehungsweise dann auch meinen Output definiert habe, diese Prozessbeschreibung. Und wenn ich den jetzt aufrufen will, zum Beispiel hier, sehe ich dann, ich kann hier Data Inputs direkt auch in dieser Adresse mit angeben, den EPSG-Code und dann auch die WKT-Geometrie. Wenn ich das so ausführe, kommt im Grunde auch wieder dieses XML zurück. Und hier unten haben wir Process, Outputs, Output. Dann haben wir die Geometrie eben.
die transformiert wurde. Ich kann auch sagen, okay, ich möchte direkt das Ergebnis haben ohne dieses XML, dann hänge ich dahinter im Grunde einfach nur dieses Raw Data Output an. Das kann ich jetzt hier auch nochmal machen. Und dann bekomme ich direkt dieses Ding zurück ohne diesen XML-Overhead zum Beispiel. Jetzt haben wir hier noch ein Beispiel für eine Kraskis-Integration. Das heißt, der Nutzer kann im Grunde online eine Liniengeometrie in einem Map-Viewer erstellen. Und letztendlich habe ich auf dem Server dann meine mein Höhenmodell, in dem Fall die von der SRTM-Mission. Das ist jetzt der Python-Prozess dafür. Ich habe hier im Grunde wieder mein WKT-Input, das heißt dieses Line-String. Und als Output habe ich jetzt mal zwei komplexe Outputs. Einmal die ASCII-Datei, die mir Kraskis zurückliefert, kann ausgegeben werden. Oder ich kann das Ding auch gleich plotten in einer schönen Grafik zum Beispiel. Jetzt lese ich mir hier die WKT-Geometrie ein und kann hier sehr schön auf PyCras-Module zugreifen, wenn es dementsprechend konfiguriert wurde, wie wir hier oben schon gesehen haben. Gibt es aber schon gewisse Sachen, wo ich die ich einfach in der PyWPS-Konfiguration einstellen kann, wie wo liegt das Kraskis, was ist mein Kras-Database-Verzeichnis, und dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Und ich führe dann hier im Grunde mein Profile ein, beziehungsweise ich kann hier vorher erst auch diese SRTM-Kachel einlesen. Wenn ich das schon mal gemacht habe, muss ich das im zweiten Mal im Grunde nicht mehr machen, deswegen ist es auskommentiert. Kann jetzt hier dieses R.Profile aufrufen. Im Grunde genau diese Kraskis-Funktion, das schreibt es dann raus in eine Textdatei, und ich kann die Textdatei im Grunde auch wieder einlesen mit anderen Python-Bibliotheken und bekomme am Ende auch ein PNG dann raus, was ich plotten kann und dann auch als Grafik zurückgeben kann. Hier ist jetzt mal das Beispiel, was ich jetzt hier ausführe. Da haben wir in der Anfrage ebenso ein WKT-Line-String hier drin. Und am Ende bekomme ich hier zwei Referenzen, weil ich hier eine Anfrage gesagt habe, die sollen als URL zurückgegeben werden. Ich kann aber auch schon, wie vorhin gesagt, direkt auf das Bild zurückgreifen und bekomme dann hier direkt mein Höhendiagramm. Ich habe noch einige weitere Beispiele. Wie gesagt, man kann es auch mit so einem WebGIS machen, auch was jetzt Datenanalyse angeht. Ich kann hier einen Punkt setzen. Wie gesagt, da steckt dann jetzt ein, kann mir ein Produkt auswählen, das ist jetzt der Datenzugriff. Und das ist jetzt der WPS-Prozess, der ausgeführt wird. Also wir haben, und am Ende bekomme ich hier so einen Zeitreihenplot zurück. Das sind dann zum Beispiel die Daten, aber ich kann dann weitere, ich kann dann hier zum Beispiel eine Analysemethode ausführen, wo ich auf die Daten zurückgreife. Und das sollte genau jetzt fertig sein. Da habe ich dann auch wieder zum Beispiel einen Plot neben anderen Sachen und habe dann so meine Datenanalyse gemacht. Und damit danke ich für eure Aufmerksamkeit. Hier nochmal der Hinweis auf diesen PyWPS-Workshop auf der Phosphor-G. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, einen halben Tag haben wir zur Verfügung. Danke sehr. Danke. Ja, danke Jonas für den Hinweis auf den Workshop. Der Phosphor-G hat eine extra Minute gekriegt, aber wir haben noch Zeit für ein, zwei Fragen. Gut, dass ich mir eine ausgedacht habe. Du hast das im Nebensatz gesagt, dass man auch auf Layer direkt zugreifen kann. Also wir hatten in einem anderen Projekt auch einen WPS-Client mehr erstellt, haben dann im Backend einen Geo-Server-WPS benutzt, weil wir da einfach den Layernamen mit runtergeben können und müssen eben nicht Massen von Daten hin und her schießen. Ja. Wie weit ist das bei euch standardisiert? Es ist in dem Sinne, du meinst ein PyWPS-Projekt oder bei meinem? Ja, du hattest eben gesagt, dass man die, dass du über den Client den Layer einfach mit runtergibst und dann prozessiert er diese Modis-Daten. Ja,
Im Grunde ist es nicht wirklich standardisiert. Es gibt eine Liste an Layer-Namen, die als Input in Frage kommen. Und im Prozess ist es letztendlich hinterlegt. Also im Prozess liegt dann eine Datenbank, okay, wenn Layer-Name XY angegeben wurde, dann weiß der Prozess, wo er die Daten herunterladen muss. Also ist einfach dann noch bei solchen Sachen nochmal eine Spezifikation, dass man sagt, okay, die Inputs, da sage ich, es gibt eine Reihe an Inputs, die in Frage kommen können, und danach kann sich der User dann richten. Gut. Noch eine kurze? Nicht? Gut. Jonas, danke. Danke.